ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu unserem Adventskalender. Heute mit Türchen 8 und Thema Vitalität. Wir wollen heute nicht nur den Körper fordern, sondern auch unseren Geist. Das tun wir zwar immer, sobald wir uns bewegen, aber heute mal ganz speziell. Zum Beispiel machen wir unser Gehirn frisch und wach mit einer Gleichgewichtsübung. Oder wir trainieren rechte und linke Körperhälfte zusammen. Das heißt, wir verknüpfen eine Bewegung zum Beispiel mit dem rechten Arm und dem linken Bein. So verknüpfen wir auch beide Gehirnhälften. Und wir trainieren neue Synapsen zwischen unseren Gehirnzellen. Das heißt, wir können schneller auf Situationen reagieren, wenn wir das üben. Und das üben wir, indem wir Dinge tun, die wir nicht können. Also nie ärgern, wenn was nicht funktioniert, und ärgern, Glückshormone ausschütten, wenn etwas funktioniert. Also beides gehört unbedingt dazu zum Training. Nicht können, aber auch das Können. Und so starten wir jetzt auch mal, uns mal richtig wach zu machen. Richte dich auf, stell dich hüftschmal auf. Eine Bewegung, die jetzt nicht funktionieren kann, die erste funktioniert bestimmt. Daumen und Zeigefinger berühren sich. Dann berühren sich Daumen und Mittelfinger, Daumen, Ringfinger, Daumen, kleiner Finger. Daumen, Ringfinger, Daumen, Mittelfinger, Daumen, Zeigefinger. Das Ganze nochmal gleichzeitig vorwärts und rückwärts. Und atmen wäre auch noch wichtig. Also lass deinen Atem fließen, nie die Luft anhalten. Das könnte passieren, wenn man zu konzentriert ist. Auch die Schultern locker lassen, die zieht man dann auch oft nach oben. Also ganz locker. Und ich glaube, es werden Glückshormone ausgeschüttet oder es funktioniert. Du denkst dir, oh, kann gar nichts mehr kommen heute. Einfach mal weitermachen, stopp. Jetzt wäre es schön, wenn du es mal versuchst. Kannst ja ganz langsam versuchen, eine Seite vorwärts, die andere Seite rückwärts anzufangen. Das heißt, vielleicht möchtest du auch erstmal hinschauen. Ein Finger rückwärts, eine Hand vorwärts und das Ganze natürlich dann auch wieder in die andere Richtung. Mach das ruhig, langsam zuerst und konzentriert. Atmen, oder? Vielleicht bist du jetzt wieder gleichzeitig, dann ordne deine Finger nochmal. Also eine Hand macht das Ganze vorwärts, die andere rückwärts. Du musst es gar nicht so genau bei mir sehen. Versuch's bei dir auszuprobieren. Und wenn es gut funktioniert, kann das Ganze schneller werden. Muss aber nicht. Und du wirst merken, das ist Übung. Also wenn du das öfters übst, dann wird es auch gewohnter. Stopp, locker mal aus. Wie alles, was wir im Alltag tun. Immer wieder neue Dinge heranwagen, das hält uns wirklich jugendlich und frisch. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es gut so. Es muss überhaupt nichts gleich so gehen, wie man das möchte. Schüttel dich richtig aus. So aktivierst du alle Rezeptoren innerhalb deiner Faszienschichten. Das heißt, du verbesserst gleich deine Körperwahrnehmung, wirst wacher und frischer und kannst das in alle möglichen Richtungen machen. Richtig durchschütteln, durchbewegen. Wenn du dich nochmal durchgeschüttelt hast, habe ich noch eine Übung für dich. Das ist folgende. Du kannst mal einen Zeigefinger nach vorne, einen Daumen mit der anderen Hand nach vorne nehmen. Jetzt versuchst du das Ganze zu wechseln. Finger, Daumen von der anderen Hand. Finger, Daumen von der anderen Hand. Natürlich auch hier erst wieder langsam. Und denk dran, vielleicht möchtest du ja heute Nachmittag nochmal üben oder zwischendurch. Daumen, Zeigefinger. Daumen, Zeigefinger. Du siehst schon, das ist gar nicht so einfach. Zeige mit dem Finger, Daumen zeigt nach oben. Zeige mit dem Finger, Daumen zeigt nach oben. Und nicht können ist genau richtig. Okay, locker wieder aus. Nur noch eine Hausaufgabe. Jetzt streckst du dich und reckst dich so richtig lang in alle Bewegungsrichtungen. Probier dich aus und fordere dich auch hier heraus, indem du vielleicht dich mal in irgendeine Richtung dehnst.
wo du dich noch nie so hingedehnt hast, zumindest nicht bewusst. Neue Bewegungen sind auch immer wichtig, um den Körper herauszufordern. Gerne macht man so gewohnte Dinge. Schau mal, was dir gut tut, wo du dich noch hin bewegen willst. Und dann kommst du wieder zu mir nach oben, rollst die Füße auch gleich mit ab, lässt die Arme locker, schüttelst sie nochmal aus und rollst deine Füße von der Fußspitze auf die Ferse ab, sodass du das Blut in den Körperkreislauf zurücktransportierst. Also mal ganz bewusst mit den Waden das Blut nach oben zirkulieren lassen, richtig schön wegdrücken, oben locker lassen. Genau, Herz-Kreislauf-Training ist auch wichtig für unser Gehirn. Die Atmung ist wichtig, damit das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Und dann kommst du von diesem Abrollen zum Walken, indem du deine Knie rechts und links nach oben ziehst, deine Arme mitnimmst, ganz bewusst, richtig hoch. Sehr gut. Das Ganze jetzt dreimal. Mach mal 1, 2, Stopp. Genau, 1, 2, Stopp. Einen kurzen Moment oben deine Balance suchen, finden. Einen kurzen Moment anhalten. 1, 2. Wie schon erwähnt vorher, Gleichgewichtsübungen machen unser Gehirn wach und frisch, das wollen wir jetzt, dass wir wach werden und frisch werden. Halte rechts oben, stopp. Und jetzt versuchst du mal mit den Armen gegengleich so ganz kleine Bewegungen zu machen. Bring dich aus deiner Mitte. Bauchnabel sanft nach innen ziehen, aufrichten. Immer noch weiter. Und nochmal gehen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genau, merk dir die Seite, mit der du gerade oben warst. Halte jetzt die andere Seite. Stopp. Und mach nochmal kleine Rechts-Links-Bewegungen, Ellbogen auch zurück, hinter den Körper. Atem fließt. Und ganz langsam wieder zurück lösen, weitergehen und nach vorne tippen. Einmal rechts, einmal links. Tippst. Wir wollen nochmal beide Gehirnhälften miteinander verknüpfen, indem du jetzt dein Knie hochziehst und den gegenüberliegenden Ellbogen gleich mal in Richtung Knie schiebst. Muss ja gar nicht zum Knie sein, es reicht die Richtung. Halte dich aufgerichtet im Rücken. Sehr gut. Ist nicht so schwer, oder? Lass die Arme dann wieder los. Tippe vorne auf. Rechts und links. Und tippe jetzt mal nach außen. Also nicht mehr nach vorne, sondern rechts und links raus. So, Hände ruhig erstmal einstützen. Unsere erste Bewegung funktioniert. Ruhig langsam. Und dann versuchst du einfach, wenn das rechte Bein zur Seite kommt, den linken Arm nach oben zu nehmen, linkes Bein
rechter Arm, also immer diagonal. Schau mal, dass dein Schultergürtel locker bleiben kann. So, und das ist auch schon Gehirntraining. Wenn dir das schwer fällt, kannst du so weiter üben. Also gerne einfach hier so weitermachen. Klappt? Die Arme bleiben für immer so nachher. Also immer rechts und links im Wechsel. Nimm mal die Arme kurz weg. Stopp. Die Beine versuchen wir jetzt etwas anders zu machen. Wir machen einmal Tipp, zweimal Tipp. Nur wenn du willst. Einmal Tipp, zweimal Tipp. Und eins und zwei und doppelt und jetzt. Und eins und zwei und doppelt und jetzt. Und eins und zwei und doppelt und jetzt. Genau, wenn das schon eine Herausforderung für dich ist, kannst du auch ohne Arme bleiben. Doppelt, nochmal, immer zweimal einzeln, einzeln und doppelt und jetzt. Und einzeln und einzeln und doppelt. Puh, bist du schon gespannt? Ich auch. Doppelt. Jetzt mach mal einzeln. Schau mal, die Arme gehen einzeln und einzeln, doppelt Bein, einzeln die Arme und einzeln Bein, einzeln Bein, doppelt Bein, doppelt Bein, einzeln Bein. Und noch weiter, doppelt. Ha? Arme immer im Wechsel. Single, single, double, double. Gemein, oder? Wenn doppelt ist, gehen die Arme trotzdem im Wechsel. Hoch, hoch, doppelt. Man darf nicht zu viel nachdenken. Doppelt. Einzeln. Einzeln. Und doppelt. Doppelt. Und einzeln. Und einzeln. Doppelt. Arme gehen weiter. Doppelt. Und vor allem nicht an irgendwas anderes denken. Erwischt. Doppelt, nochmal, einzeln, einzeln, doppelt und gehen, locker lassen. Aber wie gesagt, es ist gut, wenn es nicht funktioniert. Locker dich aus und bleib in Bewegung. So, wir gehen wieder. Ich glaube, eins schaffen wir noch, oder? Also, du gehst. So starten wir. Dein rechter Arm, das kennst du vielleicht schon, geht von oben nach unten. Das haben wir gerade geübt schon. Ich glaube, das funktioniert, müssen wir nicht üben. Andere Seite geht nach oben zur Seite und nach unten Seite. Oben, Seite, unten, Seite. Oben einprägen. Okay, der Arm macht was anderes wie der rechte. Stopp. Langsam beide zusammen. Du kannst auch stehen bleiben, wenn es dir zu viel wird. Also hoch, fangen wir beide gleich an. Der geht tief, der geht seit, der geht hoch. Konzentrier dich eher auf den linken Arm. Der rechte geht ja nur tief und hoch. Oder langsamer. Und stopp. Gut. Eine Seite. Andere Seite probieren wir jetzt auch noch. Wichtig ist auch noch atmen. Das funktioniert ja wieder. Der Arm probiert jetzt auch seitlich nach unten zur Seite und hoch. Und du wirst sehen, eine Seite fällt einem irgendwie leichter. Das ist die andere Seite.
einprägen. So viel es bleibt stehen. Stopp. Probieren wir beide langsam. Hoch, tief, Seite. Hoch, tief, Seite. Zu langsam ist fast noch schwerer. Also der geht nur tief und hoch. Und der andere immer zur Seite. Hoch. An nichts anderes denken. Am besten an den rechten Arm. Der linke macht ganz, ganz normal weiter. Und dann stopp mal. Super, jetzt machen wir einen Schritt nach rechts und einen. Wenn du das Gefühl hast, nee, das reicht schon, dann übst du nochmal beide Seiten im Gehen oder Stehen. Wenn du möchtest, machst du einen Schritt rechts, tap, links, tap, rechts, tap, links, tap. Langsam. Versuche nochmal rechten Arm hoch, tief. Langsamer nachher natürlich. Linken Arm seit, tief, seit, hoch. Mal langsam und beide hoch, hoch, seit, der kommt tief, tief, hoch, seit. Da siehst du schon, es fällt auch mir schwerer, weil wir, stopp mal kurz, natürlich den Schritt mit Tap auch noch haben. Wir versuchen nochmal nach rechts und stopp. Wir wollen natürlich die andere Seite auch noch probieren. Also, rechter Arm macht die Bewegung. Linker Arm geht nur hoch und tief. Okay. Und hoch. Mach nur weiter. Der geht nur hoch und tief. Und sobald man das dann einmal gemacht hat, geht es eigentlich wieder eigentlich ganz cool. Super. Und stopp. Respekt. Locker dich so richtig aus. Schüttel deine Arme aus, deine Beine aus. Entwirre deine beiden Gehirnhälften wieder. Puh, jetzt sind die Synapsen zwischen den Gehirnzellen Autobahnen. Am Anfang waren sie Landstraßen. Und jetzt kann die Reaktion so richtig schnell kommen. Egal was kommt. Komm nochmal in eine leichte Grätsche. Streck deine Knie. Spann deinen ganzen Körper an, zieh dich auf die Fußspitzen, halte hier oben, reicht auch nur, wenn die Fersen ein bisschen oben sind, ordne dich nochmal, hol dir Selbstvertrauen. Nacken ist entspannt, ein paar Atemzüge hier bleiben. Dann kommst du tief, sehr schön. Lass locker, atmest ein und streckst dich und räkelst dich in alle Richtungen, zieh dich lang. Sehr gut, sehr fleißig vor allem. Komm in die hüftbreite Position, lass die Arme zurückziehen, merkst vielleicht auch die Schultern. Atme ein, atme aus und entspanne dich. Kannst stolz auf dich sein. Super. Und jedes Mal, wenn du dieses Video machst, wirst du sehen, es funktioniert schon besser. Also man müsste dann noch was hinzufügen, bis es nicht mehr funktioniert, damit es auch den Trainingseffekt behält. Also wenn du es nochmal machst und es fällt dir schon leichter, dann erzähl mir irgendwas zum Beispiel, was du heute noch vorhast, was du gegessen hast,
was dir so einfällt. Oder du rechnest irgendwelche Rechenaufgaben. Oder. Sehr gut. Ich freue mich natürlich, wenn du auch morgen wieder dabei bist. Morgen geht es uns an den Plätzchenbauch. Wenn du möchtest, dann empfehle gern diesen ganzen Adventskalender weiter, damit sich möglichst viele Menschen bewegen. Wenn du Lust hast, vielen Dank, kannst du meine Arbeit wertschätzen. Unter dem Video ist der Link dazu, Steady, deine Unterstützung, heißt der in den Beschreibungen unten. Mit monatlich 2,50 Euro, 5 oder 10 Euro könntest du das tun. Vielen Dank. Kannst du mich auch abonnieren? Kannst du auch einfach auf meinen YouTube-Kanal gehen und dort mal schauen, was alles so drauf ist, welche Playlists, nach Themen geordnete Videos. Oder wir sehen uns bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Vielleicht ja schon morgen. Bis dann, ich freue mich.